herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Begründet Glauben Podcasts des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Mein Name ist Matthias Clausen und ich wünsche viel Freude mit unserem heutigen Podcast. Gibt es einen Gott? Oder ist das materielle Universum alles, was ist, war oder sein wird? Eine Antwort auf diese Frage gibt das kosmologische Argument. Es lautet wie folgt. Alles, was zu existieren begann, hat eine Ursache. Das Universum begann einmal zu existieren. Also hat das Universum eine Ursache. Stimmt die erste Prämisse? Wir müssen bedenken. Zu glauben, dass etwas ohne Ursache entsteht, ist absurder als der Glaube an die Trickmagie. Setzt diese doch wenigstens noch einen Magier und einen Hut voraus. Und wenn etwas aus dem Nichts entstehen kann, warum können wir das nicht ständig beobachten? Nein, unsere Alltagserfahrung sowie wissenschaftliche Belege bestätigen unsere erste Prämisse. Wenn etwas einmal zu existieren begann, muss es eine Ursache haben. Was ist mit unserer zweiten Prämisse? Hatte das Universum einen Anfang oder existiert es schon immer? Bisher haben Atheisten meistens gesagt, das Universum gebe es schon immer. Das Universum existiert einfach. Punkt. Betrachten wir zunächst den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Der Satz besagt, die nutzbare Energie des Universums nimmt langsam, aber stetig ab. Und genau das ist der Knackpunkt. Gäbe es das Universum schon immer, dann wäre die nutzbare Energie längst aufgebraucht. Der zweite Hauptsatz lässt auf ein Universum mit einem eindeutigen Anfang schließen. Einige bemerkenswerte naturwissenschaftliche Entdeckungen bestätigen es. Im Jahr 1915 stellte Albert Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie auf. Zum ersten Mal können wir sinnvoll von der Vergangenheit des Universums sprechen. Dann kommen Alexander Friedmann und Georges Lemaître anhand Einsteins Gleichung zum Schluss. Das Universum dehnt sich aus. 1929 misst Edwin Hubble die Rotverschiebung im Licht entfernter Galaxien. Diese empirischen Beweise bestätigen nicht nur, dass sich das Universum ausdehnt, sondern auch, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt in der endlichen Vergangenheit entstanden ist. Das war eine monumentale Entdeckung. Sie sprengte beinahe die Vorstellungskraft. Doch nicht jeder ist von der Vorstellung eines endlichen Universums begeistert. Es dauerte daher nicht lange, bis andere Modelle auftauchten. Auf Dauer sollte sich keines dieser Modelle bewähren. Vor einigen Jahren bewiesen drei führende Kosmologen, Arvin Bord, Alain Guth und Alexander Vilenkin, dass jedes Universum, das sich über seine ganze Existenzdauer hinweg durchschnittlich gesehen ausgedehnt hat, keine endlos zurückreichende Vergangenheit haben kann, sondern einen absoluten Anfang haben muss. Das gilt selbst für das Multiversum, wenn es so etwas denn gibt. Das bedeutet, Naturwissenschaftler können sich nicht mehr hinter einem Universum mit ewiger Vergangenheit verstecken. Es gibt keinen Ausweg. Sie müssen sich dem Problem eines kosmischen Anfangs stellen. Wie das Standardmodell muss jedes annehmbare Modell von einem Anfang ausgehen. Es ist also sehr plausibel, dass beide Prämissen des Arguments stimmen. Das bedeutet, die Schlussfolgerung ist ebenfalls wahr. Das Universum hat eine Ursache. Da sich das Universum nicht selbst verursachen kann, muss seine Ursache jenseits des Raumzeitkontinuums liegen. Diese Ursache muss außerhalb von Raum und Zeit gesucht werden. Sie muss immateriell, unverursacht und unvorstellbar mächtig sein. Ganz wie Gott. Das kosmologische Argument zeigt, es ist sehr vernünftig, an die Existenz Gottes zu glauben. Danke fürs Zuschauen oder Zuhören. Wenn es Ihnen oder euch gefallen hat, dann hinterlasst gerne einen Kommentar auf unseren Social-Media-Seiten oder auf unserer Website im Kontaktformular oder schickt uns eine E-Mail. Wir freuen uns, von euch zu hören.